Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind genau dort, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben unser Frameshift-Antrieb aufgeladen. Ein Neutronenstern, wo noch keiner war. Und unser nächstes Ziel ist ein schwarzes Loch. 291 Lichtjahre entfernt. Wir könnten noch 10 Lichtjahre weiterspringen, aber ne? Direkt mal dorthin. Sprittechnisch geht alles klar. Da erreichen wir auf jeden Fall noch was, wo wir auftanken können. Und jetzt ist halt die große Frage: War hier schon jemand? Oder sind wir der Erste? Ah, genau, das ist die Route. Hier ist das schwarze Loch. Ja, ein bisschen Entfernung. 11 Himmelskörper. Ich gehe mal ein bisschen. Okay, gut. 11 Himmelskörper. Mir scanne das System dann mal. Hochwertige Metalle mit Ring. Auch nicht schlecht. Bringt die Höllenwelt. Sieht man auch nicht so oft. Gut, können wir uns noch kurz. Oh, schon wieder ein Neutronenstein. Wie geil ist das dann? Das ist ziemlich jung. Nur 2,9 Millionen Jahre. Könnte terraformiert werden. Ist hier noch ein F-Stern? Und noch ein Neutronenstern, der ist allerdings ein bisschen weit weg. Ja, der ist ein bisschen weit weg. Da fliegen wir erst nicht unbedingt hin. Ist halt die Frage, ob man hier hin sollte. Wieso so sollte man das eigentlich nicht, würde ich sagen. Müssen wir es eh schon ein bisschen die Raumzeit verzerren. Na, dann müssen wir ein bisschen näher ran. Kann man immer so cooler Effekt hin. Dann haut es mich wahrscheinlich raus. Ja, was auch nicht so schlimm wäre, aber. Das ist schon irgendwie absolut geil gemacht. Kann man nichts sagen. Gucken wir mal, ob. Na, komm. Oh. Ups. Schon sind wir vorbei. Oh, hallo? Netter Sternencluster. Gut, da fliegen wir es halt einfach mal hin. Den nehmen wir noch mit. Das dauert hier nicht so furchtbar lang. Derweil könnte man einfach mal um den Spaß. Mir gucken es eher schon mal. Wie weit sind wir dann von zu Hause weg? Es ist ein Stückchen. Dann nehmen wir Alpha Centauri. 16.000 Lichtjahr. Wow. Wow. Das ist ein Stück, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir gucken einfach mal, was hat's denn hier noch? Also, Neutronensterne. Werd hier nicht gegeizt, muss ich sagen. Das ist ja übelst, was hier alles gibt. Noch einmal MS-Stern. Na gut, wir sind immer noch 900 Lichtjahre unten. Wenn man hier es hochgeht, das gucken wir an, da wäre dann die Neutronensterne schon weniger. Das ist scheinbar wirklich so entspannt auf so einer gewissen Höhe.
Dort ist einiges. Ich freue mich nur, was mich so, dass alles so auf Band ist. Okay, gut, je höher wir kommen, dann wären wir hier schon da. Tja, jetzt kommen wir auf die 900 Lichtjahre, mischen sich schon die ersten Neutronensterne dabei. Hammer. Nö, die Schule mal eigentlich. Was sind unsere regulären Sprünge 9? Ich habe jetzt allerdings, wie gesagt, ziemlich wenig aktiviert. Wir stellen noch ein bisschen was dazu. Lass uns mal umplanen. Und das wäre dann immer noch 9. Okay. Ich dachte, jetzt vielleicht irgendwas geändert. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie mehr von oben kommen. Was auch immer das bedeuten mag. Passt das da irgendwie schon? Ja, wieso eigentlich nicht? Hm, süß. So, ich hol schon wieder Geschwindigkeit weg, einfach nur mal ein Bild zu machen. Ah, fast. So, müssen wir noch ein bisschen näher ran. Der Ring ist ziemlich nah am Planet. Das wird schwer. Auch noch. Ring. ja. Sind wir noch schnell auf die andere Seite vom Ring. So, mal schauen. Na super. Direkt die andere Seite. Verdammte Axt. Halt hier durch. Ich hoffe, das geht. Ziemlich nah dran schon. Mal du überhaupt durch. Ah ja, das hat genau gereicht, das da. Ach guck mal, hier sieht man jetzt. Ah ja, sehr schön.
dann können wir ja eigentlich hier schon Gummo 88%. Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Schade. Ja, okay. Das war's dann auch schon. Und ich würde sagen, wo würde man dann jetzt hinfliegen? Wir haben mal die Karten momentan stehen. Um die Karte. Ach komm, egal. Wir machen einfach die K-Sterne mal noch. Oh, hier, guck mal. Nee, ist nur G-Sterne. Alles klar. Bei neuen Sprüngen müssen wir es nicht irgendwie noch großartig das Ding aufladen. Aber wenn er uns eh schon bei einem Neutronenstern schickt, dann können wir es auch machen. Ich wäre jetzt nur nicht extra angeflogen, aber wenn die Route schon über NA geht. Oh. Das machen wir lieber nicht. Das machen wir nicht. Nee. Sonst machen wir ein bisschen wenig Sprit im Tank. System. Sehr gut. Scannen wir mal schnell und dann ja. Müssen wir auf jeden Fall mal tanken. Aber ziemlich schnell. Eventuell könnte man doch sogar hier, man weiß es nicht. M-Stern könnte man sogar. Wie weit bist du entfernt? Das ist gar nicht mal so weit. Das geht aber schneller, wenn man irgendwo hinfliegt, wahrscheinlich. G-Stern. Ja, wieso eigentlich nicht? KGB-Mover, das geht. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert, weil er zeigt mal gar nicht an, wie viel Sprit ich brauche, aber das ist hier nur ein ganz kleiner Sprung und dort können wir eh auftangeln. Insofern würde ich jetzt nicht sehen, was dort G spricht. Ja, wie gesagt, Matthias könnte noch zu dem M-Stern fliehen, der wäre nicht so weit entfernt gewesen. Dann hätten wir auch theoretisch nochmal können zum Neutronenstern zurück, aber ich glaube, in der Zeit sind wir, haben wir auch aufgetankt und haben wir hier aufgetankt und haben auch noch ein paar Sprünge gemacht. Ja, ja, in der ganzen Euphorie, was man so entdecken kann, was es hier gibt, hier müssen wir noch schnell hin und oh, hier könnte man noch hin. Sollte man doch ab und zu mal auf den Tank gucken. Empfiehlt sich. So. Ja, das A-Fuel Scoop ist schon. Das ist schon richtig gut. Das möchte ich einfach nie mehr missen. So, da haben wir schon alles. Coole Sache. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir springen einfach mal weiter.
Und schauen wir mal, was wir so zufälligerweise noch so finden. Und wahrscheinlich müssen wir hier in den Nebel hier dann mal so sehen. Da würde ich jetzt mal stark annehmen. Weil für Karte hat man ja gesehen, die Polonium Fields, die sind in diesem Nebel drin. Hier merkt man jetzt wirklich schon, dass man ziemlich weit weg ist, weil du kannst schon fast hinspringen, wo du willst, und es ist einfach nur unentdeckt. Ach, bei den Neutronensternen, weil das sind einfach so viel. Das ist schon cool. Das Dorf sieht man doch wieder nach einer Wasserwelt aus. Und ein Haufe anderem Zeug. Müssen wir das erst mal fertig gescannt kriegen. So, warte mal. Eieieiei. Immer noch was gibt's noch nicht. Hochwertige Metalle um die C-Stern. Und ich höre schon die Asteroide Cluster. Unnötiges Gerümpel da. So, hier ist da noch was. Noch was übersehen. Gibt's noch nicht. Auch eine sehr düstere Wasserwelt. Oh, die ist direkt hier und terraformierbar. Ja, gerne. Der ist auch terraformierbar. Der ist landbar. Ja, die Wasserwelt nehmen wir doch gerne mit, würde ich sagen. Sind wir dann eigentlich? Oh, halbe Erdgröße ungefähr. Nicht so viel. Und du? Auch ungefähr. Dann würde man auch noch mitnehmen, denke ich. Das müsste dann noch klassische 6 Sonden sein, oder sind es eventuell sogar weniger? Keine Ahnung. Na, ich tippe mal auf 6 Stück. Und das da ist ein sehr düsteres Exemplar. Das sieht man nicht viel.
gerade nur so ein paar Wolke erahne. Ja, komm, hopp, den nehmen wir noch mit. Dann haben wir hier wenigstens auch die wichtigen Systeme abgegrast. Und dann wäre es nur noch 7 Sprünge. Das wäre nicht schlecht. Dann können wir uns in der nächsten Folge das andere System angucken. Das ist ja einfach nur der Nebel halt, was ist einfach nur, die sind hier immer ganz hübsch. Das muss so Planeten mit, weiß nicht, 2,1% Polonium oder so, also ziemlich viel. Und dann könnte man, also das machen wir auf jeden Fall, da versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht können wir ein bisschen aufsammeln, das wäre ja nicht schlecht. So, und wenn wir das gemacht haben, können wir gar mal gucken. Also wir gucken uns auf jeden Fall den Nebel an, dann natürlich die Polonium Fields und dann würde ich sagen, nächstes Ziel das hier. Ich weiß nicht, ob ich hier noch hinfliege. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gucken, wie ich lustig bin. Wie weit es konkret ist. Ah. 1900. Vielleicht, das muss ich mal überlegen. Also entweder fliegen wir dann so und so oder direkt so und ob das System irgendwann anders da. Weil dann, das ist wirklich nicht mehr viel. Jungs, gucken euch das mal an. Da haben wir nur noch hier hin. Das ist zwar ein Stückchen, das da dürfte auch nochmal gut Stückchen sein, aber da sind wir schon da. Gut, das gibt noch diverse Folge, denke ich. Außer ich finde wirklich mal Zeit, um hier eine gute Strecke durchzuprügeln. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, wenn man das schaffe, dann hat sich das, also auch wenn man es nicht schaffe, nee, dann würde ich wahrscheinlich in alle Rainbow-Farbe kotzen. Aber wenn man das schaffe, das hat sich das sowas von gelohnt. Die ganze, die neue Sternentype, wo wir gesehen haben und die besondere Sterne, die wir entdeckt haben. Das ist schon geil. Also ich hätte echt nicht erwartet, dass man da jetzt schon so schnell quasi zwei schwarze Löcher finde, wo noch niemand war. Also ich hätte ja fast wirklich Bock noch in den Bereich zurückzufliegen und einfach nur, wo sind hier noch schwarze Löcher, kann ich irgendwie noch ein paar abgrasen. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch einen Sprung. Ja, noch einen Sprung machen wir zum Abschluss. Und zwar zu einem F-Stern. Auch gut. Jetzt scannen wir noch. Und dann machen wir hier kleiner Cut und beim nächsten Mal wäre dann das Ziel, dass wir uns den Nebel angucken. Aber bei meinem Glück finde ich noch irgendwie auf dem Weg ein total interessantes System, das ich zeigen muss. Würde man dann natürlich machen. Lassen wir uns mal überraschen. So, hier ist nicht sonderlich viel. Auch nicht schlecht. Wir gucken gerade mal hin, dass es noch irgendwas Cooles ist. Nö, eigentlich nicht. Gasriese, paar Planete, Asteroidefeld. Gut, haben wir doch gut was geschafft gerade nochmal. Und würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.